Hallo Freunde, ich habe mal wieder Post gekriegt und zwar von Amazon. Hier habe ich ein Baufeng-Funkgerät und zwar ist das ein Funkgerät aus der Baureihe UV5R. Hier habe ich eins, ein UV5R. Es wird erzählt über das Baufeng UV5R. Es sei mittlerweile in Deutschland verboten. Das stimmt nur bedingt. Verkauft werden darf das Baufeng UV5R dieses hier nicht mehr in Deutschland. Deswegen gibt es auch eine Weiterentwicklung von dem Baufeng UV5R. Und zwar nennt sich diese Version jetzt Baufeng UV5R MK5. Ja, der Unterschied zu diesen Baufeng UV5R und Baufeng UV5R MK5 ist einfach der, dass es MK5 8 Watt Sendeleistung hat statt 5. Was ich allerdings auch nicht ganz glaube. Ich glaube das nicht ganz, dass so ein kleines Gerät da wirklich 8 Watt rausbringt. Nee, da bin ich mir wirklich nicht ganz sicher. Aber egal. Ich werde sagen, wir packen das jetzt mal miteinander aus und bauen das auf und schauen uns das mal an und werden dann vielleicht auch mal äußerlich ein paar Unterschiede angucken zwischen den alten UV5R, das ist sogar ein Plus, sehe ich gerade, und den neuen UV5R MK5. Da werden wir uns das gerade mal anschauen. Deswegen bleibt dran. Ja, dann werde ich sagen, jetzt machen wir mal den Karton auf und schauen uns das mal gemeinsam an, was da alles drin ist. Oh, das ist ja wie an Weihnachten. Echt. Okay, hier sieht man UV5R Series. Also im Endeffekt das gleiche und ist doch nicht dasselbe. Die Gebrauchsanweisung hier, ne, in mehreren Sprachen. Und ich glaube, Englisch. Ja, alles Englisch. Ja, so wie es ausschaut, wirklich nur in Englisch. Na, ja, naja gut, aber ist egal. Es ist ja fast selbsterklärend, das Gerät. Ich habe ja schon mehrere von diesen Geräten und ich bin eigentlich immer gut damit zurechtgekommen. Haben wir hier das eigentliche Funkgerät. Dann haben wir hier den Akku. Der Akku hat 7,4 Volt und 1800 mAh. Da hat sich eigentlich nichts geändert. Zu den alten Gerät ist genau das gleiche wie dazumals. Dann haben wir hier die Antenne. Ja, die Antenne packen wir auch gerade mal aus. So wie der ausschaut, ist die jetzt ein bisschen sauberer verarbeitet. Bei den alten Versionen hat man hier überall noch Schweißnähte gesehen, also so Angussnähte gesehen. Die sieht man jetzt nicht mehr, es ist schon wegen sauberer verbaut. Bisschen krumm ist er, aber das spielt keine Rolle. Dann haben wir hier ein Headset. Ich mag die Dinger nicht besonders, deswegen werde ich mich darum gar nicht befassen. Eine Handschlaufe, die sieht ja mal richtig nett aus. Die muss ich gleich mal auspacken mit euch. Die Handschlaufe gerade mal angucken. Naja, das sieht mir hier mit so einem Gelenk hier drin, ne? Das sieht ja mal richtig toll aus, diese Handschlaufe. Die gefällt mir, muss ich echt sagen. Ham Radio Operator, okay. Ja, gucken wir uns das mal an. Dann hier ein Gürtelclip, ja, die ich gar nicht mag. Und dann haben wir hier eben das Netzteil und auch hier ein Tischlader und nochmal ein Gürtelclip. Ja, okay. Warum eigentlich zwei Gürtelclips? Tja, sehen beide gleich aus. Müssten eigentlich auch beide passen. Wahrscheinlich, ja, war der Arbeiter oder Mitarbeiter vom Baofeng irgendwie
Ja, bei den Gedanken ganz anders, wo das gepackt hat. Aber ist egal. Tja, jetzt haben wir mal alles ausgepackt, was wir dazu haben. Das Rest ist nur noch Verpackung. Das tun wir dann gleich mal weg. Ja, dann werde ich sagen, setz mir mal unser Funkgerät zusammen. Hier haben wir das neue UV5R MK5. Ja, also sieht eigentlich genau gleich aus wie das alte. Hier wieder eine kräftige Aluminiumplatte. Und die Antenne. Ja, also ich kann es gut sehen. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Immer noch derselbe Antennenanschluss, genau gleich. Schrauben wir mal die Antenne drauf. Also ich sage immer erst Antenne drauf, bevor er den Akku drauf tut. Ist eigentlich gar nicht mal so sinnfrei. Dann nehmen wir den Akku und hängen den Akku hier hinten ein. Ist genau das alte System wie bei den alten Funkgeräten, aber ich schätze mal, dass dieser Akku jetzt sicherlich ziemlich wenig Strom hat. Und dass der eigentlich der gleiche Akku ist von den alten Aufhängen, nehmen wir jetzt einfach den Akku hier runter, weil der hat Strom, das weiß ich. Bei denen hier bin ich mir nicht sicher. Und hängen jetzt diesen Akku hier unten einfach ein. So wie es ausschaut, funktioniert es. Und das hier geht nachher gleich ins Ladegerät. Hier haben wir das Ladegerät. Ja, da muss man echt sagen, vom Vorteil, man könnte jetzt den Akku auch so reinstellen zum Laden. Wenn man jetzt mehrere Akkus davon hätte, könnte man die auch so laden, ohne Funkgerät, was ich eigentlich sehr praktisch finde. Das könnten wir vielleicht sogar gerade ausprobieren. Wenn ihr wollt, das könnten wir gerade laden. Dann können wir mit dem neuen Gerät gerade fortlegen. Gerade fortfahren, meine ich. Und in der Zeit kann dieser Akku hier laden. Da unten habe ich Strom. Hänge es gerade an. Ja, und der Akku lädt. Grün und rot. Er ist am Laden. Aber das stelle ich jetzt mal weg. Da brauchen wir jetzt nicht die Aberstunden drauf gucken und warten, bis der Akku voll ist. Ja, stellen wir das mal an die Seite. Wir holen uns das Funkgerät wieder hierher. Also ihr seht da, also es ist eigentlich kein großer Unterschied zu den alten. Das ist jetzt ein UV5R Plus ist das. Das Plus hat hier halt noch so eine metallfarbige Abdeckung. Ist sogar ganz dünn, hauchdünnes Blech. Ich habe es mal abgeschraubt. Das ist wirklich Blech. Das ist kein vernickeltes Kunststoff oder so. Und hier unten drunter ist auch ein richtig kleines Metallgitter. Ist also wirklich noch echt. Während hier bei dem Gerät ist alles durch und durch Kunststoff. Keine metallische Abdeckung mehr. Aber hier unten ist natürlich noch dieses Gitter drin. Ja, jetzt schalten wir es mal ein. Der Speicher müsste eigentlich komplett leer sein. Ja, eben. Das heißt jetzt wahrscheinlich Frequenzmodus auf Chinesisch, aber Chinesisch kann ich nicht. Ich kann jetzt nicht korrigieren, ob das jetzt stimmt. Ja, mit diesem Funkgerät eben, ja, ist es auch möglich, dasselbe zu machen wie mit dem alten Funkgerät. Ihr wisst, was ich mal gemacht habe, was ich euch mal gezeigt habe. Die Infokarte kommt gleich oben. Ja, okay, da haben wir jetzt unser Funkgerät vollständig ausgepackt. Ah, hier ist noch eine Schutzfolie hier über dem Display. Die machen wir jetzt gerade mal ab. Die brauchen wir jetzt nicht. Und schon können wir das Display ja viel deutlicher sehen. Eben, so wie ich sehe, also eine großartige Änderung ist eigentlich nichts dabei. Auch vom Größenvergleich her muss ich sagen, ist eigentlich alles beim Alten geblieben. Da ist ein bisschen eine andere Antenne drauf. Ist ein bisschen kürzer, aber ich denke auch, dass es hier dieser Gummiknopf hier oben drauf fehlt halt. Ist ein bisschen andere Herstellung dieser Antenne. Ich weiß auch nicht, mal ist die drauf, mal ist die drauf, aber im Endeffekt sind es hier die gleichen. Ja, was ich schon mal gemacht habe mit so einem Baofeng UV5R,
das wisst ihr noch. Und auf jeden Fall, diese halblegale Sache ist auch mit diesem Gerät sicherlich möglich. Deswegen werde ich sagen, probieren wir es einfach mal. PC ist schon hier und ein Kabel habe ich auch schon, ein Programmierungskabel. Das ist jetzt zwar von Retavis, aber das spielt keine Rolle. Das passt für Baofeng genauso. Die Programmierungssoftware, die wir benutzen, ist Shirp. Deswegen probieren wir es jetzt einfach mal, das Gerät zum PMR- und LPD-Gerät umzuprogrammieren. Allerdings, ich muss euch wirklich sagen, diese Sache ist wie immer halblegal. Ja, jetzt haben wir hier mal die Oberfläche von meinem PC. Tut mir leid, Freunde, ich habe es immer noch nicht geschafft, ein Programm zu installieren, wo mir den Monitor eben komplett zeigt. Ich habe das immer noch nicht gefunden. Ich habe erst ein Programm geladen gehabt, aber das wollte nicht richtig. Falls jemand weiß, was ich da nutzen kann, schreibt es mir bitte in die Kommentare, damit ich das auf jeden Fall das nächste Mal euch besser zeigen kann, was ich hier auf dem Monitor tue. Ja, dann werde ich sagen, öffne mir mal hier die Computersoftware Shirp. Und nun das Funkgerät voll eingeschalten. Volle Lautstärke. Einfach angehängt an das Kabel. Und nun gehen wir hier in unsere Programmierung rein. Hier habe ich einige Programmierungen abgespeichert. Hier sieht man, da habe ich schon mal einen UV5R. Habe ich da schon mal programmiert. Gehen wir da drauf. Und hier sehen wir die gesamten Frequenzen. Alle Frequenzen vom Freenet. Kommt längere Zeit mal nichts mehr hier. Und dann kommen hier unten die gesamten PMR-Frequenzen. Gehen wieder hoch. Und nun müssen wir nur noch hier auf Radio und dann auf Upload to Radio. Nun fragt er noch Comport. Gerät ist alles soweit eingestellt, das weiß ich. Dann gehen wir auf OK. Und nun fängt er an zu programmieren. Das Funkgerät blinkt dabei, seht ihr vielleicht. Und jetzt mal schauen. Gleich ist es soweit. Da kommt jetzt eine Fehlermeldung. Allerdings, so viel ich weiß, kann man die ganz getrost ignorieren. Nun ist wichtig, das Funkgerät auszuschalten. Dann hier vom Kabel befreien. Die Klappe hier machen wir wieder zu. Und das Funkgerät ist sozusagen als PMR- und Freenet-Funkgerät programmiert. Da haben wir nun das Funkgerät. Nun werde ich sagen, schalten wir es mal ein. Und mal gucken, was es mir anzeigt. Hier PMR 1 und Freenet 1. Nun können wir hier einfach mal durchblättern. PMR 2, PMR 3, PMR 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16. Dann 1 weiter. Sehen wir schon auf Freenet. Freenet 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und dann springt es wieder um auf PMR. Das finde ich toll mit diesen zwei Displays. Hier oben habe ich also einmal PMR und drunter Freenet. Senden, ja, ist wirklich nur eingeschränkt jetzt möglich. Im allergrößten Notfall wirken die Scheiße wirklich sowas von am Dampfen ist, dann muss ich sagen, ja, tut das. Im sonstigen
in der sonstigen Sache, möchte ich behaupten, lasst die Finger davon. Dieses Gerät soll laut Hersteller 8 Watt Sendeleistung haben. Auf PMR ist nur ein halbes erlaubt. Nun habe ich hier noch ein anderes, völlig eingestaubtes, reines PMR-Funkgerät. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das auch empfangen kann. Na, das muss ich erst einschalten. Das ist auch so ein China-Böller. Schöne Rückkopplung. 1, 2, 1, 2. Ihr seht also, es funktioniert wirklich prima. Wenn man jetzt ein wenig weiter weg wäre, wäre es fast besser. Da würde es keine solche Rückkopplungen geben. Großen Ganzen muss ich sagen, das erste Fazit von diesem Funkgerät ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, möchte ich sagen. Ziemlich robust gebaut. Nur leider diese Blechabdeckung fehlt. Das finde ich, was ich auf den ersten Blick wirklich schade finde. Dann habe ich hier oben, habe ich auch noch einen Knopf, da lang drauf drücke, habe ich hier sogar noch ein Radio mit drin. Schalte mal lieber mal gleich wieder aus. Nicht, dass ich da irgendwelche Urheberrechtsverletzungen begebe, wegen der Musik. Ne? Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ziemlich robust. Toll gebaut, nur preislich hat sich einiges geändert. Die alten UV5R-Geräte hat man für teilweise 39 bis 40 Euro gekriegt. Ich habe sie teilweise auch schon billiger gesehen. Dieses Gerät hat nun den stolzen Preis von 54 Euro, was eigentlich immer noch ein günstiges Amateurfunkgerät ist, allerdings ja schon deutlich teurer geworden. Aber im Großen und Ganzen, ja, was ist heutzutage noch nicht teurer geworden? Ja, Freunde, das habt ihr mal gesehen, wie es funktioniert, auch so ein Funkgerät zu programmieren. Habe ich euch schon mal gezeigt, allerdings war das das ältere Modell. Deshalb war es mir immer wichtig, das mal zu zeigen auf dem neuen Gerät, wie das auf dem neuen Gerät funktioniert. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Schreibt mir was Nettes in die Kommentare oder was nicht Nettes, ist euch selbst überlassen. Und ich werde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald mal wieder und macht's gut. Ciao. Bis bald mal wieder, macht's gut. Ciao, euer Christian und schönen Sonntag euch.